Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's, der Holger wieder von Holgers Wunderland, und heute gibt es mal ein kleines Zeltvideo beziehungsweise an Unterkünften, was ich da habe. Ich habe ja schon das Ganze mal mit den Kochern gemacht und jetzt mache ich das mal mit meinen Zelten und so weiter. Erstmal mit den Zelten. Wenn ich noch Zeit habe, dann kommen auch noch die Isomatten mit rein. Bloß, das ist halt eben, naja, ihr wisst ja, ich brauche eine neue. So, bis gleich. So, was ihr da hier jetzt seht, das sind die vier Zelte, die ich habe. Das ist einmal... Das Zelt da, das ist ein Wurfzelt von Lidl. Das da ist kein richtiges Zelt, ist nur eine Strandmuschel. Das da ist so ein Kuppelzelt. Marke weiß ich jetzt nicht, wenn ich gleich drauf gucke, sage ich es euch. Und dann habe ich hier nochmal das Oberteil von meinem Feldbettzelt. Das Feldbett hole ich gleich auch noch dazu beim Aufbauen, je nachdem wie weit ich heute komme. So, jetzt fangen wir mit dem ersten Zelt an. Das ist das Wurfzelt von Lidl. Das befindet sich schon, 7-8 Jahre in meinem Besitz. Ich habe es in letzter Zeit kaum benutzt, weil die Farbe ist so grell. So, das Gute ist bei dem hier, wenn ich es jetzt richtig eingepackt habe, geht das ratzfatz mit dem Aufbau. Ich mache nicht die Hegel mit drauf. So, zack, und schon fertig. Aber ich glaube, das habe ich euch im Video ja schon mal gezeigt. Heringe mache ich jetzt nicht, weil im Moment haben wir gerade keinen Wind. So, als nächstes zeige ich euch die Strandmuschel. Das ist dieses gute Stück hier. Das kann man zwar nicht direkt als Zelt bezeichnen, aber wenn man mal schnell einen Unterstand braucht, ist das auch nicht verkehrt. Ich habe da schon mal drunter gelegen und ich bin nicht nass geworden. Also das kannst du auch fast schon verfügen. Vor allem, wenn der Aufbau gut geht. Und das ist auch ein ziemlich großes Teil. Nur die Farbe ist halt auch ziemlich ätzend. Das kommt jetzt. Also, das Wurfzelt hat aufgebaut 2,45 m x 1,45 m x 1,10 m. Hat ein Packmaß von 80 cm x 3 cm. 100% Polyester, PU beschichtet, wasserabweisend. Wassersäule 1500 mm. Ja, das wäre glaube ich schon, und Gewicht 2 Kilo und soll sogar versiegelte Nähte haben. So, und Maße sind mit dem Strandmuschel fast identisch, das ist vielleicht ein bisschen schmaler, das macht so, ich denke mal so einen Meter haben ungefähr. So, dann geht es weiter mit dem Kuppelzelt. Das habe ich noch nie alleine aufgebaut. Ist übrigens, jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, von Wenke. Hier sind die Stangen drin. Da sind auch noch Stangen. Das ist für das Vorzelt. Das schon ewig nicht mehr ausgepackt.
kann man noch hier mit dem Teil vorzeit basteln mit der Tür. Aber das kann man ja so machen. Mache ich jetzt aber nicht, weil da muss ich abspannen. Lass das jetzt mal so. Ich zeige euch gleich die Zelte sowieso noch mal von innen. So, kommt das letzte. Ohne das Feldbett. So, jetzt habe ich alle Zelte aufgebaut. Kann man ja jetzt gut auf der Kamera sehen. Ich zeige es euch nochmal hier. Oh, kann man ja alle gut sehen. Das Feldbettzelt ohne Feldbett. Da hatte ich mir überlegt, einfach eine Isomatte unten rein. Da kann man das auch so benutzen. Man muss allerdings, weil der Stoff unten ziemlich dünn ist, auf jeden Fall unten drunter eine Plane machen. Ja. Und jetzt mache ich nochmal eine kleine Roomtour. Also bei der Feldbettzeit, das brauche ich euch nicht zeigen, das habe ich ja in den anderen Videos schon zur Genüge, da gibt es auch nicht viel zu sehen. Ja, das ist hier die Strandmuschel. Wenn sie grün wäre, also so olivgrün, wäre es besser. Ich habe leider nur die, aber ich schaue mich jetzt gerade schon um, ob ich noch was anderes finde. Aber im Moment ist das alles so ein bisschen schwierig. Ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Und ja, bei der Strandmuschel gibt es nicht viel zu sagen. Da sind, warte, ich zeige euch das mal. Moment, kann man es da unten sehen. Auf beiden Seiten solche kleinen Taschen. Sonst kann man da nicht viel zu sehen. So, dann haben wir hier das große. Da gibt es auch nicht allzu viel zu sehen. Jedenfalls haben wir Fliegengitter. Müssen wir mal gucken, ob ich das auch, ob man das sehen kann. Ja, hier ist das Fliegengitter. Dann die normale Tür. Da sind natürlich eine Abspannleinen dran. So, jetzt haben wir das Innenzelt. Da ist also hier eine kleine Tasche. Sonst hier vorne seht ihr nichts. Hinten ist noch mal eine Belüftung. Das war auch schon alles hier. Also ich sage ja, hier gibt es auch nicht viel zu sehen. Das Ganze ist von Fun Camp. Das ist von, ich meine, ich hätte es bei Lidl gekauft. Ja, jedenfalls kann ich es im Moment auch nicht benutzen, weil ich hier unten schon einen Riss drin habe. Das muss ich erstmal flicken. Mal gucken, ob man den Riss sehen kann. Da ist der Riss. So. Und dann haben wir noch das Wenke-Zelt. Maße kann ich euch im Moment immer noch nicht sagen. Auf dem Zettel, den ich habe, steht leider nichts drauf. Gucken wir da mal kurz rein. Ich muss mal weglegen. So, da ist einmal eine Seitentasche. Da hinten ist noch eine Tasche. Dann ist oben die Belüftung. Da ist noch eine Seitentasche und das war es eigentlich schon. Das Gute ist, dieser Boden hier, ich habe mit dem Zelt mal vor Jahren, das Zelt ist schon Asbach uralt, habe ich mal im Regen gestanden. Unten ums Zelt rum war alles nass und ich war innen drin trocken. Also dieses Zelt hat auch eine gute Wassersäule. Ich kann euch jetzt nicht gerade sagen, wie viel. Ich gucke mal nach, ob ich was lesen kann. So, jetzt zeige ich euch mal kurz. Jetzt erzähle ich euch kurz, was ich rausgefunden habe. Also, das Wenke-Zelt hat eine Länge von 2 Meter, eine Breite von 1,80 und eine Höhe von 1,20. Wassersäule kann ich euch leider nicht sagen.
Außenzelt ist Polyester 190 TPU, silberbeschichtet. Boden ist Polyethylen. Gestänge ist Fiberglas. Stangenabspannlein, Erdnägel in Silber und in Schwarz. Ja, 1000 Millimeter Wassersäule. So. Nicht besonders viel. Ich muss mal eben in meinen Garten. Tut mir leid, ich musste jetzt gerade mal zurück. So, da bin ich wieder. So, und jetzt bin ich noch mal überlegen. So, hier habe ich noch mal so ein kleines Überbleibsel von meinem Fahrradwohnwagen. Das ist ein Tab. Da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt das hier nutze, das Filzbettzelt, so, und schon hätte man gleich eine relativ gute Tarnung, sag ich mal. Wenn man das jetzt noch gut abspannen könnte, das ist jetzt noch nicht perfekt, dann wäre das Zelt auch gut gegen Wasser geschützt. Nur leider ist das Ganze auch ein bisschen instabil, das Filzbettzelt. Deswegen muss ich mir da nochmal was anderes überlegen, ob ich da was anderes kriege. Weil das ja so schön gelb ist, kann man ja dann zum Beispiel jetzt hier denn. Aber das Problem ist, die Tabs sind in dem Moment einfach zu klein. Ich weiß auch noch nicht, was ich da machen soll. Da bin ich noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Das mal wieder weg. So, liebe Zuschauer, das Zeltvideo ist durch. Es ging sehr schnell eigentlich, finde ich. Die sind alle nicht perfekt. Die haben alle ihre Macken. Diese Strandmuschel ist zwar schön und gut, man ist gegen Wind geschützt, aber die Farbe ist einfach ätzend. So, bei dem Wurfzelt genau das gleiche. Wassersäule 1500 Millimeter. Bei Regen kommt es durch. Es ist einfach so, es kommt Wasser durch. Dann haben wir, das Gute ist, es ist schnell aufgebaut und schnell abgebaut. Dann habe ich hier das Feldbettzelt mit dem Feldbett zusammen. Ist das eine gute Sache? Ohne Frage. Ich habe es bloß immer noch nicht bei Regen getestet. Ich muss noch mal richtig testen, wie das bei Regen aussieht, ob ich da drin trocken bleibe oder nicht. Aber da bin ich dran. Das Thema Feldbettzelt ist noch nicht erledigt. Dann ist das große Silberne hier. Das ist schnell aufgebaut, schnell abgebaut. Auch alleine. Aber Silbern. Hallo? Und nur 1000 Milliliter Wassersäule. Millimeter, Entschuldigung. Ein Regenschauer und das Ding ist nass von innen. Ja. Ich habe es zwar mal getestet und ich habe auch drin geschlafen und ich bin auch trocken geblieben. Aber wenn man das, was man liest, dann muss man dann ja auch überlegen. Und ja, ich werde das jetzt weiter testen, weil ich ja vielleicht so im Mai, Juni, mal gucken, wahrscheinlich eher im Juni, mal auf eine kleine Tour gehen möchte. Allerdings nicht mit einem Fluchtanhänger, sondern mit einem großen Anhänger und einem Roller. Ich weiß noch nicht wohin, aber bis dahin muss ich was zusammenkriegen und ich wollte da mal so 3-4 Tage unterwegs sein. Ich hoffe, dass das dieses Jahr endlich mal klappt und ja, dann sehen wir weiter. Aber dafür muss ich halt eben den großen Anhänger nehmen und ja, wahrscheinlich werde ich das Feldbettzelt mitnehmen, weil da kann ich gut drin schlafen, bin auch weit vom Boden weg. So. Und ich habe Angst vor Zecken. Und da hab ich dann weniger Angst vor Zecken, wenn ich dann 10 cm über dem Boden schlafe. Naja, so. Das war's jetzt mit dem Video. Vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht zu liken, zu disliken, wie auch immer. Vergesst nicht zu kommentieren. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt die Glocke. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde sie sofort und so schnell ich kann beantworten. Tschüssikowski, euer Holger.
Na du?